Wir haben heute die Ehre, mit Dynamos Ehrenspielführer Gerd Heitel zu sprechen und freuen uns sehr. Hallo. Danke. Zunächst möchte ich kurz Ihre sportliche Bilanz zusammenfassen, weil die sehr beeindruckend ist. Sie haben für die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden 399 Pflichtspiele bestritten und 72 Tore erzielt. Sie wurden mit Dynamo Dresden 5-mal Meister und gewannen 3-mal den FDGB-Pokal. Von den 58 Europapokalspielen, die Dynamo während ihrer sportlichen Laufbahn austrug, standen sie in 54 Partien auf dem Platz und schossen dabei 16 Tore. Das sind die zweitmeisten für Dynamo im europäischen Wettbewerb. Mit der Nachwuchsnationalmannschaft wurden sie 1974 Vize-Europameister und bestritten 12 Spiele für die Nationalmannschaft. Und 76 gewannen sie olympisches Gold mit der DDR-Auswahl. Wir möchten heute nicht nur über die sportlichen Ereignisse Ihrer aktiven Zeit sprechen, sondern auch über Ihre Anfänge und die Zeit nach der sportlichen Karriere. Sie wurden 1948 in Trauschkowitz bei Bautzen geboren. Können Sie so ein bisschen ein paar Kindheitserinnerungen erzählen? Ja, das Leben damals war ja nach dem Krieg sehr bescheiden. Mein Oma und Opa hatten eine Landwirtschaft und eine Gaststätte gleichzeitig im Betrieb. Und wir wuchsen so mittendrin auf in diesem Betrieb. Und es war sicherlich eine Zeit, in der wir nichts vermisst haben, wir viele Freiheiten hatten, weil Eltern sich auch um andere Sachen zu kümmern hatten. Und wir sind da also als Kinder, Jugendliche ziemlich unbelastet aufgewachsen. Wie kamen Sie zum Fußball oder der Fußball zu Ihnen? Ja, das ist sicherlich von meinem Vater ausgegangen, der mir also schon mit 6 Jahren da Fußballschuhe hat anfertigen lassen von einem Schuster. Und ich hatte auch ein Jersey und einen Ball und da hat es damit begonnen. Wahrscheinlich doch irgendwie so in der Familie gelegen, das Fußballspielen. Wie hat man damals Fußballspiele verfolgt? Also hat man da eher Zeitungsberichte gelesen oder das im Radio gehört? Oder also wie hat sich dann die Liebe zum Fußball entwickelt? Das war schwierig, weil das, gerade in dem Altersbereich hört man ja weniger Radio oder Fußball. Und da waren wir auch weit weg davon. Und das hat sich dann erst in späteren Jahren ergeben, dass man die Spiele so ein bisschen verfolgt hat. Wo der erste Fernseher kam und wo man auch selber dann in den Jugendmannschaften gespielt hat in Bautzen, dann hat man sich auch dafür interessiert, was also ringsherum passiert. Wann haben Sie in Bautzen in den Jugendmannschaften angefangen zu spielen? Ja, als, ich glaube, 9-10-Jähriger bei Vorwärts Bautzen und später dann bei Motor Bautzen. Und da bin ich dann also schon relativ zeitig als Jugendlicher in die erste Männermannschaft reingewachsen, als 17-Jähriger. Und habe dann auch schon die ersten Spiele in der DDR-Liga gemacht. War Ihnen da schon klar, dass der Fokus auf dem Fußball liegen soll in der Zukunft? Oder war das einfach da noch ein Hobby zu der Zeit? Das kann man wirklich schwierig sagen, weil es war damals auch die Zeit auch noch des Schulabschlusses und dann später der Lehre, ja, die ich also auch in Bautzen begonnen und auch beendet habe. Die Ausbildung als Rundfunk- und Fernmeldemechaniker im RFC Bautzen. Und bin dann, weil ich zu Motor Bautzen gewechselt bin, in Männerbereich, bin ich dann zum Waggonbau Bautzen gekommen als Elektriker. Das war ein ähnlicher Berufszweig, und wo wir also vormittags arbeiten mussten und nachmittags zum Training konnten. Das waren so die ersten Anfänge des aktiven Fußballs im Männerbereich. Und da war das aber schon so geregelt, dass Sie tagsüber weniger Stunden als die anderen arbeiten mussten, damit Sie eben dort zum Training gehen konnten? Ja, wie gesagt, wir mussten schon früh bei Zeiten auf Arbeit sein und bis Mittag arbeiten. Und Nachmittag war dann das Training angesetzt. Da hatte man schon, sagen wir mal, ein halbprofessionelles Dasein. Und es war aber auch notwendig, um dann, sagen wir, in dieser Liga zu bestehen. Sie sollten ja eigentlich zu Stahl Riesa wechseln. Wie kam der Wechsel zu Dynamo Dresden? Können Sie sich da noch dran erinnern? Ja, ziemlich genau sogar. Der Wechsel nach Riesa war eigentlich schon so gut wie durch. Und dann kam der Einberufungsbefehl zur Volksarmee. Und Dynamo hatte mich zwischenzeitlich auch kontaktiert.
Und da habe ich eben dann mit Hilfe meines Vaters beschlossen, dass wir nach Dresden wechseln. Oder ich nach Dresden wechsle und dann hier praktisch bei der Volkspolizei begonnen habe. Weil Dynamo war ja ein Polizeiverein und ich damit also auch nicht zur Volksarmee musste. Wissen Sie noch, wer von Dynamo Dresden sich eingesetzt hat für den Wechsel hierher? Das war der damalige Geschäftsführer Jans Müller, der damals die Geschicke geleitet hat, der dann also bei mir in Bautzen auftauchte, über meinen Vater dann auch diesen Kontakt gesucht hat und mich dann angesprochen hat, ob ich nicht zu Dynamo wechseln möchte. Und das habe ich eben dann gemacht. Wie lief das ab mit Ihrer Polizeikarriere? Also wie haben Sie das erlebt, dass Sie eben bei der Polizei angestellt wurden? Ja, ich will das nicht als Karriere bezeichnen. Ne? Das war also die Einstellung bei der Polizei, um also bei Dynamo zu spielen. Ja, die Spieler waren ja alle bei der Polizei eingestellt. Es musste auch jemand geben, der die berufliche Bahn da mit innehatte und wo wir das Geld herbekommen haben. Und wie gesagt, diese Einstellung bei der Polizei war für uns als Jugendliche damals noch, also als junge Männer, war das irgendwie ziemlich so an uns vorbeigegangen, will ich mal sagen. Ja. Wir sind also vereidigt worden und wir hatten eine Uniform bekommen, die dann hier im Spind landete, im Stadion und nie wieder angezogen wurde, weil wir waren ja dann Fußballer. Als Sie nach Dresden gekommen sind, sind Sie ja ins Steinhaus gezogen damals und haben sich ein Zimmer mit Sigmar Wetzlich geteilt. Ja. Wie sah das gemeinsame Leben da aus? Ja, spontan möchte ich sagen, es war sehr bescheiden. Ja. Wir mussten uns selbst verpflegen. Und also als damals noch 19, 20-Jährige, 21-Jährige, also auf uns allein gestellt. Ja. Und da hatte auch jeder seine Aufgaben zu erfüllen im Zimmer. Ja. Sigmar Wetzlich war ja ein Fleischersohn, Fleischerei zu Hause gehabt in Ramenau. Und er war also dann für das Essen zuständig. Und ich musste die Getränke besorgen. So lief das ab. Verpflegung gab es dann also irgendwie in der Mittagszeit, später auch vom Verein organisiert. Aber Abendbrot mussten wir dann irgendwie entweder zu Hause hier im Steinhaus essen, mit einer ganz bescheidenen Küche, oder meistens eben dann irgendwo in der Gaststätte. Da waren wir froh, wenn wir dann unterwegs waren mit dem Fußball, da hatten wir also Vollverpflegung. Was haben Sie damals, Ende der 1960er Jahre, in Ihrer Freizeit gemacht? In der Freizeit, ja, was haben wir gemacht? Wir hatten ja relativ schnell auch jeder unser eigenes Auto. Da war das schon ein Hobby. Ja, und haben dann natürlich auch, wie jeder Jugendliche, versucht, dann unsere wenige Freizeit, die wir hatten, damit zu verbringen, dass wir erstens nach dem Training nochmal rausgegangen sind, auf dem Platz alleine, und irgendwie das Abendessen ausgespielt haben mit Fußballtennis. Zum Beispiel, ja, wer bezahlen musste, haben wir Fußballtennis vorher gespielt und sind dann eben in die Gaststätte und haben Abendbrot gegessen. Und nächsten Tag wartete wieder das Training. Also die Zeit, die war ausgefüllt auch mit, natürlich auch mit Weggehen, mit Tanzen gehen, ne, Frauen kennenlernen. Und da habe ich auch meine Frau kennengelernt bei so einer Gelegenheit. Und es war aber auch so, dass unser Trainerkollektiv oder überhaupt der Verein darauf geachtet hat, dass die jungen Spieler rechtzeitig auch wieder zu Hause waren. Also wir wurden schon ein bisschen kontrolliert. Und wir haben also auch von uns aus dann natürlich auch darauf geachtet, dass wir uns einigermaßen sportlich da bewegen. Ja. Dass wir also wenig Alkohol trinken und uns also auch auf die Spiele vorbereiten oder aufs nächste Training vorbereiten. Als Sie gekommen sind, lief es ja bei Dynamo sportlich erstmal nicht so gut. Dynamo stieg am Ende der Saison ab. Und welche Erinnerungen haben Sie da an das letzte Spiel, das quasi dann entschieden hat, dass man gegen BSG Chemie... Das werden viele Dresdner auch wissen, 1969, dass hier gegen Leipzig war das, gegen Chemie Leipzig, das Spiel also verloren wurde, damit der Abstieg besiegelt. Die Dynamo-Fahnen brannten auf den Tribünen. Ja. Also es war schon
auch für mich, der gerade neu dazugekommen war, ich war ein halbes Jahr hier, war das natürlich erstmal ein Rückschritt gewesen, ne? Zurück in die zweite Liga. Aber das war für uns dann auch mit der Trainerkonstellation danach und mit dem, was also in Dresden aufgebaut wurde, war es natürlich alles sehr willkommen, weil wir mit einer relativ jungen, neuen Mannschaft dann den Aufstieg sofort wieder geschafft hatten und uns auch sofort in der Oberliga qualifiziert haben mit dem dritten Platz in der ersten Runde. 69-70 war das, glaube ich, der dritte Platz. Und das war eigentlich der Anfang von dem sogenannten Dresdner Kreisel, der dann später so erfolgreich war. Der Trainer damals war Kurt Kresse. Wie haben Sie den erlebt? Kurt Kresse war ein sehr akribischer Arbeiter, der eigentlich aus dem Nachwuchsbereich da viel Erfahrung mitgebracht hatte und dann diese Aufgabe bekommen hatte, die Mannschaft wieder in die Oberliga zu führen. Und das war ein Trainer, der als Arbeiter bekannt war. Er war sich nicht zu schade, auch früh auf den Platz zu gehen und die Eislöcher wegzumachen vor dem Training. Er hat also alles gemacht. Ja. Und seine Trainertätigkeit, die in der ersten Mannschaft dauerte, dann bloß das eine Jahr, bis Walter Futsch kam. Aber ich habe ihn schon so als richtigen Arbeiter, als Trainer kennengelernt, der uns also auch Disziplin beigebracht hat zum Beispiel. Nach dem Abstieg sind Sie ja so zum Stammspieler geworden, haben Sie sich entwickelt. Können Sie vielleicht uns einen kleinen Eindruck geben, wie der Sprung für Sie überhaupt zu Dynamo dann war und wie der Weg zu diesem Stammspieler war, also wie Sie sich selbst so hier entwickelt haben, wie die Trainingsbedingungen waren für Sie? Ja, man hat sich da damals nicht so viel Gedanken gemacht. Man hat ja versucht, seine Leistung zu bringen. Man wurde ja angeleitet durch die Trainer, durch Trainerkollektiv und hat vieles Neue kennengelernt, ja. Neue Trainingsaufgaben und man hatte auch ein anderes Umfeld. Man hatte ja auch innerhalb der Mannschaft sagen wir mal, einen gewissen Konkurrenzkampf zu bestehen. Und das war also nicht so einfach, da irgendwie sich zum Stammspieler zu etablieren, weil es gab viele junge Leute, die auf dem gleichen Niveau waren. Und man musste sich also dann durchsetzen. Und man musste den Kampf annehmen. Und es gab ja auch Rückschläge. Ja. Stammspieler zu sein bedeutet ja auch nur immer dann in jedem Spiel unbedingt dabei zu sein. Man musste also auch mal dann vielleicht auf der Wechselbank Platz nehmen und sich dann wieder reinarbeiten. Aber es war schon insgesamt so eine sportliche Entwicklung, die man vielleicht selbst auch gar nicht so irgendwie voraussehen konnte. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass in Dresden also auch dieses Fluidum da war, dass die Zuschauer da waren, die also auch die Spieler so ein bisschen gefordert haben. Man war also schon gezwungen, dann im Training erstmal schon Leistung abzurufen, um überhaupt am Wochenende zu spielen und dann das Spiel dann also auch ordentlich zu bestreiten. Weil das Dresdner Publikum ist schon ein bisschen verwöhnt. Wie lange haben Sie das damals vorher erfahren, ob Sie spielen können am nächsten Spieltag oder nicht? Ja, meistens in der Spielvorbereitung, die entweder dann am Vortag war oder am Vormittag des Spieltages, hat man dann erfahren, ob man spielt oder nicht. Ja, das ist sicherlich genauso gewesen, wie es heute gemacht wird. Heute mit mehr technischen Details sicherlich, ja. Und man konnte sich eigentlich nie sicher sein bei Walter Fritsch, ob man spielt oder nicht. Man konnte ein Gefühl entwickeln, ob man gut drauf ist, dass man also auch die Chance kriegt. Aber es gab schon einige Positionen, die durch mehrere Spieler gefragt waren. Es war also gerade im Sturmbereich, hatten wir also mindestens 6 Spieler, die fast auf gleichem Niveau gespielt haben. Und da musste man sich also durchsetzen. Unmittelbar nachdem Sie mit Dynamo Dresden 1969 den Oberliga-Aufstieg erkämpft hatten, wurden Sie in den Kader der DDR-Nachwuchsauswahl berufen. Dort durften Sie am 21. Oktober 1969 gegen die Tschechoslowakei in Halle spielen. Wissen Sie noch, wie es dazu kam zu dieser Nominierung? Also an das Spiel kann ich mich beim besten Willen 69 sagen Sie. Hm? Ja,
habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, durch 69 da schon das erste Spiel. Ich war ja relativ lange in der Nachwuchsauswahl, ne, weil ich den Sprung in die Nationalmannschaft nie geschafft hatte. Ne. Und war einer der Spieler, die so mit die meisten Nachwuchsländerspiele hatten. Die hatten also gewusst, der Heidler, den kann man immer gut im Nachwuchs verkaufen. Ne. Bis 23 Jahre oder so ging das, glaube ich, damals. Und da habe ich auch relativ viele Nachwuchsländerspiele machen können dadurch. Die mir aber auch weitergeholfen haben. Aber speziell jetzt an das erste Spiel kann ich mich also beim besten Willen nicht erinnern. Zur Saison 1969-70 kam ja dann Walter Fritsch als Trainer zu Dynamo. Wie haben Sie den erlebt? Es gab ja im Vorfeld da gegenteilige Meinungen, was Walter Fritsch betrifft. Das wissen auch die Eltern, die Alteingesessenen, dass also auch viele Spieler, viele ältere Spieler ihn abgelehnt hatten. Und weil er war bekannt als ein sehr disziplinierter, ehrgeiziger Trainer. Wir haben ihn ja erst dann in den Jahren kennengelernt. Im Vorfeld kam das schon ein bisschen mit rüber. Ältere Spieler wussten mit ihm mehr anzufangen, wie wir jetzt als Junge. Und es hat sich dann also auch bewahrheitet, dass er dann wirklich seinen Weg dann durchgezogen hat, dass er also immer wieder versucht hat, die Mannschaft zu verjüngen. Er war also immer der Meinung, wenn ich zwei Spieler habe, spielt bei mir derjenige, der jünger ist, wenn sie gleich stark sind. Ja, und das hat er also auch rigoros gemacht. Es sind also dann ältere, erfahrene Spieler dann, sagen wir mal, aus der Stammmannschaft rausgegangen und junge Spieler sind reingekommen. Und somit hat er also das Profil der Mannschaft immer verjüngt, ja, was sicherlich im Nachhinein für die älteren Spieler, die ausscheiden mussten, schlecht war. Das ist immer so. Und für junge Nachwuchsspieler die Gelegenheit war, sich zu profilieren. Er war auch für seltsame Trainingsmethoden oder die Entwicklung neuer Trainingsmethoden bekannt. Haben Sie da einige Beispiele, wie das ablief, was Sie da alles an unterschiedlichen Sachen machen mussten? Ja, man kann das ja schlecht vergleichen, weil man ja das vorher nicht gesehen hat, was er vorher gemacht hat. Aber es sind schon einige Trainingsmethoden dabei gewesen, die man aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr machen würde, auch nicht macht. Ja. Aber er hat natürlich dadurch, dass er so viel Neues immer wieder reingebracht hat, immer wieder den Fokus darauf gelegt, dass sich die Spieler entwickeln können. Hat also viele Versuche mit uns gemacht, ja. Wo er vielleicht selber noch nicht genau wusste, was dabei rauskommt. Und es gibt sicherlich viele Beispiele dazu nennen, wo man aus heutiger wissenschaftlich fundierter Sicht sagen würde, das geht gar nicht. Ja. Aber es war eben so und wir haben alles mitgemacht. Wir waren ja unbedarft und auch da in der Hinsicht auch dahingehend erzogen, das mitzumachen. Wie wir sagen, ja, es uns blieb ja nichts anderes übrig. Die Trainingsmethoden, die also damals angesagt waren, die also auch zum Erfolg geführt haben, die haben ihnen ja recht gegeben. Und er war schon ein akribischer Arbeiter. Hat ja auch alles notiert, aufgeschrieben, uns mitgeteilt. Hat da also viel investiert auch. Und Sie mussten auch eigene Trainingstagebücher führen? Ja, Trainingstagebücher vielleicht weniger, aber Spielberichtsbücher. Die mussten also vor jedem Spiel und nach jedem Spiel in dieses Buch reinschreiben, was auf uns zukommen könnte, wie wir spielen wollen und dann, wie eben auch das Ergebnis war, mussten wir auch auswerten. Ja. Und das war eine Sache, die wir nie gern gemacht haben, aber die im Nachhinein dann vielleicht doch hilfreich waren, sich auch so mit dem Fußball auch zu beschäftigen. Auch mit den technisch-taktischen Sachen, die da also vom Trainer verlangt wurden, dass man sich damit auseinandergesetzt hat. Und ich weiß nicht, ob es heute sowas noch gibt. Ich glaube nicht. Hat Walter Fritsch Ihnen dann mitgeteilt, ob er Ihre Einschätzungen, wie Sie sich selbst eingeschätzt haben, ob der das okay fand oder anders gesehen hat? Ja, das ist ja ein unwahrscheinlicher Aufwand gewesen, den er da betrieben hat. Er musste ja praktisch jeden Spieler einschätzen nach dem Spiel und hat auch zu jedem Spieler seine Meinung gesagt, was er an Fehlern gemacht hat, was er richtig gut gemacht hat und wo er sich weiterentwickeln muss. Und das waren immer dann immer schön bunt dargelegt, sodass man es also auch irgendwie lesen konnte und auch verstehen konnte. Wie waren denn die Trainingstage zu der Zeit so allgemein organisiert? Also wann ging es früh los, wie lange, welche Inhalte vielleicht?
Ja, grundlegend war so aus, waren die Trainingstage so ausgefüllt, dass wir von früh bis abends beschäftigt waren. Man hat die Mittagszeit ausgenommen. Ja, wo also Spieler, die verheiratet waren, nach Hause gefahren sind und dann wieder zum Training gekommen sind. Andere Spieler sind im Stadion geblieben. Und es war schon so, dass man also schon vor dem Training, vor Trainingsbeginn beschäftigt wurde mit irgendwelchen anderen Sachen. Ja, ob das irgendwie Blutinformationen waren oder Tagesschauen oder sowas oder Pressekonferenzen oder sowas. Ja, und der Hauptaugenmerk war natürlich dann das Training, was eigentlich auch immer 1,5 bis 2 Stunden gegangen ist, früh und Nachmittag. Und der Tag war also voll ausgelastet. Sie waren ein beidfüßiger Fußballer. Haben Sie das trainiert? Speziell trainiert? Ja, das ist so gekommen eigentlich. Ich bin eigentlich Rechtsbeiner und nach einer langwierigen Verletzung habe ich also da viel mit links trainiert und habe dann fast Gleichwertigkeit erzielt zwischen dem rechten und linken Bein. Also wurde doch schön daraufhin trainiert dann. Wurde auch immer gefordert vom Trainer, dass man also beidfüßig arbeiten soll. Das war schon also bei uns immer gang und gäbe, dass beidfüßig trainiert wird. Nach dem Wiederaufstieg wurden Sie mit 21 Spielen zum Stammspieler. In der Rückschau betrachtet, kamen Sie zum richtigen Zeitpunkt zu Dynamo, auch was so die persönliche Entwicklung als Fußballer anging? Im Nachhinein muss man das so sagen, dass ich da bei Dynamo gelandet bin. Ja, man konnte ja vorher keiner wissen, dass nach dem Abstieg sofort dann so in dieser Aufschwung kommt. Ja, dass wir dann also über viele Jahre dann also die Spitze mitbestimmt haben. Also wir waren nicht alleine hier. Es gab schon andere Mannschaften, die uns den Titel streitig gemacht haben. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass es ein Weg war, den man also, sagen wir, nicht missen möchte. Ich habe da viele Erfahrungen sammeln können, auch andere, die anderen Spieler genauso. Und wir hatten ja auch dementsprechend viele Erlebnisse, die positiv waren und wo man also auch negative Sachen schnell wegstecken konnte. Wie haben Sie die Entwicklung des Dresdner Kreisels erlebt? Ja, Dresdner Kreisel wurde ja von außen reingetragen, will ich mal sagen, durch die Medien, durch Journalisten, die das also dann so tituliert haben. Wir haben natürlich im Training permanent diesen Kreisel geübt. Wir waren an keine Positionen gebunden, in dem Sinne, dass wir immer starr und stur auf einer Position gespielt haben, sondern wir haben also gerade im Sturmbereich da also auf jeder Position gespielt. Es musste natürlich auch jeder Spieler wissen, wo er hinzulaufen hatte. Die Laufwege mussten eingehalten werden, weil jede Position muss besetzt sein. Aber es ist egal, wer wo spielt. Ja, also man brauchte flexible Spieler dazu, um dieses System zu spielen. Ja. Wir haben als Stürmer also teilweise im Mittelfeld agiert. Manchmal musste man als Stürmer auch als Verteidiger aushelfen, ja, wo dann der Torwart wieder vielleicht anderer Meinung war, mach dich vor, dort vorne ist dein Platz. Ja. Und der Kreisel hatte natürlich dann auch Nachteile dahingehend, dass wir oftmals zu offen gespielt haben, zu offensiv waren. Und dann, weil die Positionen doch nicht immer ganz besetzt waren, wir auch viele Gegentore gekriegt haben. Aber auch viele Tore geschossen haben. Ja, wir haben viele Tore geschossen dadurch, klar, und waren unberechenbar. Wie würden Sie Ihren eigenen charakteristischen Spielstil beschreiben? Was hat Sie ausgezeichnet? Ja, das waren sicherlich meine läuferischen und technischen Voraussetzungen, die ich hatte. Ich konnte also ziemlich lange ausdauernd laufen und habe dann also auch im Laufe der Jahre im technischen Bereich mich entwickelt und war in den ersten Jahren mehr so ein bisschen der Vorbereiter oder überhaupt so der Vorbereiter für Tore, für unsere nachrückenden guten Mittelfeldspieler, ja, die dann also auch Tore gemacht haben. Es gab auch andere Spieler bei uns in der Mannschaft, die mehr Tore gemacht haben als ich. Ja, speziell in Punktspielen. Und es hätte eben jeder seine Aufgabe. Ja. Wir als Außenstürmer, Riedel, Heidler oder Sachse, Richter, die hatten eben die Aufgabe, die Tore vorzubereiten. Und nachrückende Spieler wie Kreische, ja, oder Schade, Häfner, die machten dann also die Tore. Ne. Wie muss man sich so eine Spielvorbereitung damals vorstellen? Also wann ging das vielleicht auch los innerhalb der Woche?
wo dann klar war, jetzt ist der Fokus auf das nächste Spiel gerichtet. Ja, es gab ja die Spielauswertung. Sonntag, wir waren ja auch dahingehend die Ersten, die sonntags trainiert haben. Also Samstag Spiel, Sonntag früh Training, ja, lockeres Training, ja, das ist klar. Wo wir also auch unsere Kinder mitbringen konnten, das war so ein bisschen locker gestaltet, die ganze Sache. Aber es wurde natürlich auch so das Spiel ausgewertet und das auch ziemlich lange. Auch mit technischen Hilfsmitteln, wie sie damals zur Verfügung standen. Erste Videoanalysen und oder vielmals an der Tafel eben. Und da gab es immer was zu besprechen. Und Fehler waren immer gemacht worden. Und bleibt ja nicht aus. Im Fußball ist nun mal so, dass aus den Fehlern die Tore entstehen. Ne? Wie kann man sich das bei Auswärtsspielen zum Beispiel vorstellen? Habt ihr dann immer im Hotel übernachtet? Seid ihr mit dem Bus angereist? Wie? Ja, DDR-Liga war ja relativ eng. Die einzige Auswärtsfahrt war Rostock, die ein bisschen länger war, wo wir also dann am Vortag schon gefahren sind. Ansonsten sind wir am Spieltag in Bus früh, haben gespielt und sind wieder nach Hause. Ja, da gab es nichts dazwischen. So war der regelmäßige Ablauf eigentlich. Also bei Cup-Spielen, dann Obercup-Spielen sind wir auch dann schon natürlich eher. Oder auch bei Heimspielen auch einen Tag eher eingezogen worden. Ja, da gab es das berüchtigte Lager hier in Dresden, wo wir also gewohnt haben, am Freitagabend eingezogen, Samstag zum Spiel dann früh. Entweder ins Stadion oder eben auswärts. Das waren so die Abläufe. Sie haben vorhin schon das Trainerkollektiv angesprochen. Wie groß war das? Also wie muss man sich das vorstellen? Das muss man sich nicht groß vorstellen, sondern klein. Ja, gemessen an heutigen Maßstäben hatten wir einen Cheftrainer, einen Assistenztrainer, Mannschaftsleiter und Physiotherapeut, Doktor. Ja, das war so der Maßstab dazu mal, den man gebracht hat. Da ist nichts mit groß, mit 3, 4, 5 Trainern, Torwarttraining und sowas gab es damals nicht. Der Co-Trainer war auch für die Torhüter zuständig. Selbst der Cheftrainer hat dann im Training jeden Tag mit dabei gestanden. Ja. Und hat also direkt praktisch mitgemacht. 1970/71 war ein besonderes Jahr für Dynamo. Da gelang das erste Double. Und Sie haben quasi 2 Jahre nach dem Abstieg dann eben Pokalsieg und die Meisterschaft gefeiert. Was fällt Ihnen zu diesem Titelgewinn noch ein? Ja, das... Also man hat ja im Vorfeld, sagen wir, das erste Double hatte man gar nicht dran gedacht. Ja. Das wurde uns dann gesagt, ihr habt das erste Double gewonnen. Ja. Das war dann so, dass man da überhaupt nicht dran gedacht hat, dass man vielleicht das erste Double macht. Ja. Und es war ein schöner Erfolg, klar. Und jede Meisterschaft war eine schöne Sache. Ne. Weil man hat ja auch, sagen wir mal, Meisterschaften erlebt, wo es nicht so gut lief, wo man bloß einen dritten Platz gemacht hat oder vielleicht einen anderen Platz. Ja, und da waren natürlich die Meisterschaften immer was Herausragendes. Auch für den Verein, beziehungsweise für die Stadt Dresden. Wie darf man sich das vorstellen? Also ihr seid ja damals aufgestiegen, das war der dritte Platz, da war ihr schon der Oberliga, also der Rekordaufsteiger sozusagen. Das ist ja auch für immer geblieben, der dritte Platz als beste Platzierung eines Aufsteigers. Danach diese Meisterschaft, war das überraschend für Dresden oder war das schon so etwas, womit man rechnen konnte? Das war schon irgendwo dann geplant. Wir wollten ja nicht auf den dritten Platz uns ausruhen, sondern da hat der Trainer schon darauf geachtet, dass also das nächste Ziel dann die Meisterschaft sein muss. Ne? Und darauf haben wir schon hingearbeitet. Und wurden auch alle Sachen da bewerkstelligt, um das also zu erreichen. Eben wie wir schon vorhin angesprochen haben, dass also Training forciert wird, dass neue Sachen eingeübt werden, dass vielleicht der ein oder andere neue Spieler dazukommt, der uns verstärkt hat. Das wurde schon alles gemacht. In dem Jahr haben Sie auch erstmals für Dynamo im Messepokal 4 internationale Begegnungen gespielt, und zwar gegen Partizan Belgrad und Leeds United. Wie haben Sie damals diese Spiele empfunden und welchen Stellenwert hatten die vielleicht im Unterschied zu Oberligaspielen? Ja, die Cup-Spiele waren immer was Besonderes, ne? Als DDR-Fußballer hatte man ja relativ wenig Gelegenheit, sagen wir mal, gegen Mannschaften aus diesen Sphären zu spielen. Und da waren natürlich die Cup-Spiele dann immer was Besonderes, wurden auch immer besonders vorbereitet durch den Verein. Und wir als Spieler haben natürlich auch versucht,
immer so eine Position zu erreichen, dass wir diese Cup-Spiele machen konnten. Ja, und das waren eben die ersten Spiele, wo wir unsere Erfahrungen gesammelt haben. Wir hatten zwar vorher auch schon internationale Spiele gemacht, aber da, jetzt ging es ja auch mal irgendwas. Ne? Der Europacup, ob das der Messecup damals war oder Cup der Meister oder Pokalsieger, das waren immer, sagen wir, Ausnahmesituationen im Verein. Für den Verein und auch für die Spieler. Wie haben Sie und Ihre Kollegen während dieser erfolgreichen Zeit in Dresden gelebt? Gelebt? Ja. Ja, wie lebt man da als Fußballer? Genau. Also heute leben die ja eher nicht in der Innenstadt zum Beispiel, also nicht, sondern eher in irgendwelchen Vierteln. Wie war das damals? Dann ihre eigenen Villen? Ja, das ist gut. Ich meine, wir sind ja relativ zeitig, die meisten Spieler jedenfalls, in den Ehestand gekommen, hatten Kinder. Und hat natürlich auch dahingehend außerhalb des Fußballs auch noch gewisse Aufgaben, die aber zum größten Teil von den Frauen übernommen wurden, ja, und die uns da immer den Rücken freigehalten haben. Und aber man war natürlich auch dann dafür verantwortlich für die Familie. Und man hat eben versucht, über den Fußball die Voraussetzung, auch die, ich muss sagen, die Lebensgewohnheiten so zu gestalten, dass also auch die Familie nicht zu sehr darunter leidet. Und man musste beides in den Einklang bringen. Ja. Und das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen, zusammen mit unseren Ehefrauen. Ja. Die Spieler, die also nicht verheiratet waren, die Junggesellen, die haben ihr Leben gelebt, also fokussiert auf den Fußball, aber haben natürlich auch ihre Jugend genossen, will ich mal sagen. Ja. Und da hat jeder so seinen Weg finden müssen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben ja doch viele der Spieler in Hochhäusern mit anderen Dresdner Bürgern zusammengewohnt. Was gab es da für einen Austausch? Wurde das dann oft kommentiert, wenn sie gewonnen oder verloren haben? Ja, das war ja so, dass wir mitten im Volk gelebt haben. Wir waren ja aus dem Volk. Ne? Und wie das eben so war damals als Familie, hat man... Wegen wir im Hochhaus gewohnt und eine Neubauwohnung. Wir waren froh, dass wir eine Neubauwohnung bekommen hatten. Und haben natürlich also dann auch mitten unter den Leuten gelebt, die uns auch begleitet haben beim Fußball, beim Sport. Und wir haben sofort die Rückmeldung bekommen, ja, wenn wir die getroffen haben, was los war, wie wir gespielt haben, wo wir uns zu verbessern haben. Also es gab schon viele, die sich dafür interessiert haben. Ja. Und dementsprechend natürlich auch bei Misserfolgen dann die entsprechende Kritik geerntet haben. So könnte man sich das vorstellen. Man hat also nicht außerhalb irgendwie der Gesellschaft gelebt, sondern mittendrin. Man kann von Ihnen lesen, dass Sie die zwei EC-Spiele gegen Juventus Turin als die besten Spiele einer Dynamo-Mannschaft im Europacup bezeichnen. Was macht die beiden Partien für Sie so besonders? Ja, in erster Linie natürlich der sportliche Erfolg, dass wir die aus dem Cup eliminiert haben mit dem 2-0 in Dresden und der 2-3 Niederlage in Turin. Und dann natürlich auch, was das Auswärtsspiel betrifft in Turin, was auch ein besonderes Erlebnis war. Vor damals 80.000 Zuschauern in dem alten Stadion in Turin. Heute gehen noch 40.000 rein. Und das war ein Riesenerlebnis dort, weil wir waren ja total Außenseiter gewesen gegen Juventus Turin. Das war eine europäische Spitzenmannschaft mit Weltklasse-Fußballern. Und die uns dann wahrscheinlich auch ein bisschen nicht so richtig ernst genommen hatten. Und so ist es im Fußball dann, ne? Wenn man seine Leistung nicht bringt, dann werden die anderen stärker. Und das ist uns damals gelungen und auch sehr gut gelungen, gerade auch im Heimspiel gegen die Turiner dann mit dem 2-0-Sieg, wo wir also auch verdient dann weitergekommen sind im Cup. Das waren so die, neben anderen Spielen, neben anderen Cup-Spielen, war das doch ein großes Erlebnis für viele Spieler von uns. Als weiteres sehr wichtiges Spiel haben Sie mal die Spiele gegen Bayern München genannt, dann im Achtelfinale. Das war quasi so das erste Zusammentreffen des westdeutschen und des ostdeutschen Meisters. Gab es da Kontakte zu den westdeutschen Spielern oder vielleicht auch zu der Bevölkerung? Oder wie ist es damals abgelaufen? Und welche Bedeutung hatte vielleicht auch diese Spiele für Sie? Das war schon eine schwierige Situation, weil wir waren ja angehalten, uns mit den Leuten überhaupt nicht zu beschäftigen. Ja?
Und dieses erste Aufeinandertreffen zweier deutscher Mannschaften im Europapokal war ja auch ein Medienereignis. Und wir als Spieler hatten eigentlich keinen Kontakt außerhalb des Spielfeldes, auch nicht zu Zuschauern oder irgendwelchen Leuten, ne, zur Presse auch nicht. Wurde uns also auch nahegelegt, das nicht zu tun. Das war die damalige Situation, ne, dass man also wirklich das Spiel spielen sollte, möglichst gut. Und dann hatte man aber seine Aufgabe erfüllt als Spieler. Und wir haben uns auch da in der Richtung nicht so viel Gedanken gemacht, weil ja auch die Spieler von München also da auch nicht irgendwie bewusst auf uns zugegangen sind oder so. Das war unser Gegner und den wollten wir bezwingen. Ne? So sind wir da reingegangen in die Spiele. Und ob das nun jetzt ein innerdeutsches Duell war oder nicht, das war uns da egal. Wir wollten also auch im Cup weiterkommen und hätten es ja auch fast geschafft. Ihr Freund Sigmar Wetzlich hat in einem Interview gesagt, dass er als einen der Gründe, warum es Dynamo dann leider doch nicht geschafft hat, so ein bisschen mangelndes Selbstvertrauen angeführt hat. Andere haben aber, wie Sie vorhin auch gesagt, dass ja ganz oft so diese offene Taktik von Walter Fritsch kritisiert wurde. Wo sehen Sie die Gründe? Ja, die Gründe liegen ja, die sind ja weitläufig. Erstens ist ja, sagen wir mal, Bayern München schon zur damaligen Zeit eine sehr gute Mannschaft gewesen. Wir waren eine aufstrebende Mannschaft, junge Mannschaft, die also diese Erfahrung gar nicht sammeln konnte vorher. Und für uns war es eigentlich wichtig, dass wir unser Spiel versuchen durchzusetzen. Ja. Und während des Spiels denkt man sowieso nicht, wer steht mir hier da gegenüber? Das ist eine andere Fußballmannschaft, sind andere Fußballspieler. Und da ist man dann also auch weg von irgendwelchen großen Emotionen. Man versucht, sein Spiel durchzubringen, ja, mit aller Macht. Versucht, seine taktischen Aufgaben zu erfüllen. Und das haben wir also auch ganz gut hingekriegt. Ja. Und mangelndes Selbstvertrauen würde ich nicht sagen, weil wir hatten da bis dahin schon Selbstvertrauen eigentlich getankt. Aber wir waren natürlich im Prinzip auch, sagen wir mal, eine Auswahl aus Spielern, die aus der Umgebung von Dresden stammen. Wir haben keine Spieler irgendwo groß dazu bekommen, die uns weiter verstärkt hätten. Wir mussten also schon mit dem Spielermaterial auskommen, das uns zur Verfügung stand, und haben durch gute Trainingsarbeit, gute Erfolge im Vorfeld dann eben auch das Spiel gegen Bayern ausgeglichen gestaltet. Kam uns damals sicherlich auch entgegen, dass die Bayern zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht die Höchstform hatten. Aber wir haben sie auch dazu gezwungen, ihre Höchstform dann irgendwo abzurufen, um uns dann noch zu schlagen. 1974 wurden Sie mit der DDR-Nachwuchsnationalmannschaft Vize-Europameister. Erst im Finale von Ungarn geschlagen. Wie haben Sie das Turnier erlebt? Ja, das war damals, so viel ich mich erinnern kann, also kein direktes Turnier, sondern das waren immer Spiele im Vorfeld mit Weiterkommen, nicht Weiterkommen, ja, so Qualifikationsspiele. Wir sind dann praktisch bis ins Endspiel gekommen. Und das Endspiel, es waren zwei Endspiele, eins in Budapest, was wir hoch verloren hatten. Das erste hatten wir gewonnen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, mit einem Torunterschied gewonnen in Dresden. Und in Budapest sind wir aber dann untergegangen. Sind also nur Vize-Europameister. Aber es war für uns schon ein Erfolg, überhaupt ins Endspiel zu kommen damals. In der Vorbereitung zur WM 74 gehörten Sie zunächst zum Kader und wurden dann allerdings für das Turnier nicht mehr berücksichtigt. Wurde Ihnen das erklärt oder anders? Wie haben Sie sich das erklärt, warum das nicht geklappt hat? Ja, das war eigentlich der sportliche Wert damals, dass man also im Vorfeld mit dabei war zu irgendwelchen Lehrgängen. Und der Trainer muss sich ja dann entscheiden, welche Spieler nehme ich mit zur WM. Ja. Und da bin ich also nicht mitgefahren. Und es wurde eigentlich nicht groß erklärt. Es wurde gesagt, du fährst mit und ihr bleibt zu Hause. Ja, ich habe keine großen Erklärungen abgegeben. Das war also nicht so, dass man da irgendwie noch groß bemitleidet wurde oder so. Ja, das war so im Leistungssport. Ja, und DDR war ein Leistungssportland mit harten Bandagen in jeder Sportart. Und das war im Fußball genauso. Man musste sich eben durchsetzen. Es gab ja viele gute Fußballer in der DDR. Und da habe ich es damals nicht geschafft.
Das hat mir aber auch keine großen Probleme bereitet, dass ich da nicht mitgefahren bin. Was waren für Sie so die wichtigsten Länderspiele Ihrer Karriere? Ja, eigentlich jedes Länderspiel ist eigentlich wichtig für einen Fußballer. Ja, es gibt natürlich dann die Wertigkeit da, ja, war es ein Qualifikationsspiel zur WM, war es ein WM-Spiel oder war es ein Olympia-Eisballspiel, was ja damals auch noch ein bisschen getrennt wurde. Und eigentlich war für mich jedes Länderspiel, sagen wir mal, von der Wertigkeit groß, weil man hatte die Bestätigung bekommen, dass man eigentlich auch so in der Meisterschaft oder in den Punktspielen eine gute Saison gespielt hat, dann eine Einladung bekommen hat vom Trainer und dann also auch gespielt hat oder mit dabei war. Sicherlich dann, weil ja damals die Nationalmannschaft der DDR und die Olympia-Auswahl eins war, sind die Spiele dann bei der Olympiade doch von der Wertigkeit hoch einzuschätzen. Vielleicht nicht im Gesamtfußball, weil es ja dann noch die Weltmeisterschaft gab, da war natürlich die Weltmeisterschaft noch höher einzuschätzen. Im Jahr, wo sie dann auch zur Olympiade nach Montreal gefahren sind, fand auch das Viertelfinale gegen FC Liverpool statt. Sie haben da auch ein Tor geschossen und Dynamo ist dann, hat leider trotzdem verloren. Wie haben Sie das dort erlebt? Ja, Liverpool war so ein bisschen unsere Geschichte, ne, im Europapokal. Da haben wir 6 Mal gegen die gespielt und sind in den 3 Wettbewerben nie über die Hürde gesprungen. Wir sind also immer ausgeschieden gegen diese hochklassige Mannschaft. Ne. War eigentlich auch, sagen wir mal, nicht zu erwarten, dass wir die schlagen. Und das hat uns also auch keiner irgendwie dann, hat keiner dann oder verärgert drüber, will ich mal sagen. Wir waren zwar enttäuscht, dass wir es nie geschafft haben, aber das Erlebnis Liverpool ist schon erstmal eine gute Sache, wenn man dort aufläuft in diesem Stadion. Und die Spiele gegen diese Spitzenmannschaften sind immer wertvoll für jeden Spieler, für sein persönliches Weiterkommen, aber auch für den Verein. Sieht man ja heute noch, dass also noch immer dran gedacht wird an diese Spiele und dass die Wertigkeit sehr hoch ist. Konnten Sie irgendwas von der Stadt selbst auch mitsehen, also miterleben oder? Ja, es war ja grundsätzlich so, dass wir wenig gesehen haben von den Städten, in denen wir waren. Ja, mal abgesehen, wenn wir vielleicht längere Zeit da waren. Aber zu den Cup-Spielen ist mein Montag hingereist und Donnerstag früh wieder abgeflogen. Ja, hat eine Stadtrundfahrt gemacht. War mal ein bisschen was einkaufen, was ja für uns also auch immer wichtig war, um was mit nach Hause zu bringen. Und die Gegend oder die Städte hat man selten da kennengelernt. Ja, wir haben also auch die Beatles nicht getroffen. Das ist schade. Danach ging es zur Olympiade. Sie wurden Olympiasieger. Welche Bedeutung hat das für Sie in Ihrer sportlichen Karriere? Ja, dieser ganze Verlauf, Qualifikation, Olympiade und Olympiade selbst war für mich, sagen wir so, auch für viele Spieler von uns, eine herausragende Saison und an die man gerne zurückdenkt, ja, mit vielen Erlebnissen, mit sehr qualitativ hohen Spielen oder guten Spielen. Das erlebt man eigentlich nur einmal. Ja, so eine Situation und die wird also ewig in Erinnerung bleiben. Und der Erfolg, den wir da erreicht haben, den hat uns sowieso niemand zugetraut. Ja, in erster Linie auch selbst unsere Sportführung nicht, ja, die uns nach dem ersten Spiel schon nach Hause schicken wollte, weil wir ja bloß 0:0 gegen Brasilien gespielt hatten. Und also wir als Spieler oder auch das Trainerkollektiv, die haben konnten damals eigentlich über diese Sachen nur lächeln, ja, weil sie wussten, dass wir gut drauf waren. Und es hat sich ja im Verlauf des Turniers dann auch gezeigt, dass wir also zwar nicht der Favorit waren, aber doch eine sehr gute Form hatten, um also dieses Turnier auch zu gewinnen. Und es hat sich dann bestätigt, dass die Voraussagen unseres damaligen Trainer Buschner nicht so schlecht waren. Und er hat auch im Nachhinein recht behalten, will ich mal sagen, dass er gesagt hat, erinnert euch daran, das wird nie jemand mehr erreichen. Hat er damals gesagt, nach dem Turnier. Und es hat bisher auch nie wieder jemand erreicht, als deutscher Fußballer eine Goldmedaille zu holen. Bei der Olympiade. Bei der Olympiade eine Goldmedaille zu holen.
Wir sind jetzt bei 1980 angekommen. 80 schon. Es gab leider auch einige harsche Niederlagen mit Dynamo. Zwar schossen sie im Hinspiel gegen Standard Lüttich zum Beispiel ein Tor, im Rückspiel gegen Dynamo jedoch mit einem 1:4 zu Hause unter. Wie haben Sie damals die Stimmung im Stadion wahrgenommen? Ja, das war eine der schlimmsten Niederlagen. Ja, wir hatten eine gute Ausgangsposition und waren euphorisch, haben taktisch total versagt, sind nie in das Spiel reingekommen und dementsprechend war auch die Reaktion dann auch der Zuschauer, weil gegen die mussten wir nicht ausscheiden, ne? Weil wir waren eigentlich die bessere Mannschaft. Aber wir haben da im Heimspiel, im Rückspiel hier versagt. Aber solche Spiele passieren im Fußball. Ja? Ich war nur das letzte Spiel von Dynamo Dresden gegen den Tabellenletzten mir anschauen, ja? Wo auch jeder sagt, ne, das gewinnen sie aber locker. Und dann läuft so ein Spiel total anders. Und das passiert im Fußball. Relativ selten, aber es passiert. Und so war das damals auch gegen Lüttich. Ja, dass wir nie zu unserer Leistungsfähigkeit gefunden haben. Aus welchem Grund, weiß ich heute noch nicht so richtig, ob das eine taktische falsche Einstellung war. Ja. Wir hatten natürlich auch ein Gegenüber, die so schlecht auch nicht waren und auch europäische Spitzenspieler drin hatten. Und wir hatten es in dem Spiel also nicht geschafft, da die richtige Taktik anzuwenden. Welche Bedeutung haben Ihrer Meinung nach die Fans von Dynamo für den sportlichen Erfolg mitgehabt? Also wären Ihrer Meinung nach Spiele vielleicht anders ausgegangen, wenn Fans auch hätten auswärts mitreisen können? Ja, das kann man jetzt bloß wir vermuten. Ja, schön wäre es gewesen, wenn wir auch auswärts unsere Fans gehabt hätten. Ja. Es kam mal der ein oder andere Mal, der vielleicht aus der Botschaft mit dabei war. Aber ansonsten durften uns ja keine Fans begleiten. Das war natürlich ein Nachteil für uns. Aber unsere Fans haben es im Heimspiel meistens wieder gut gemacht. Die haben uns ja immer großartig unterstützt, genauso wie heute. Sie galten und gelten als der stille Star des Dresdner Kreises. Wie war damals das Mannschaftsgefüge und würden Sie dieser Einschätzung zustimmen oder würden Sie es anders sehen? Ja, ich meine, der Konkurrenzkampf war ja auch damals da. Aber es war auch ein gewisser Zusammenhalt da. Ne? Weil wir waren ja alle, sagen wir mal, aus der Gegend, kannten uns sehr gut, waren auch familiär so untereinander verbandelt und haben das irgendwie vielleicht diesen Konkurrenzkampf nicht so wahrgenommen. Wir wussten zwar, wer gut trainiert und wer ein gutes Spiel gemacht hat, spielt auch das nächste Mal. Also die Leistung war schon, der Leistungsgedanke war natürlich groß ausgeprägt, aber es gab sagen wir, diese Unverständnisse, die man heutzutage teilweise auch unter den Spielern hat, wo jeder woanders herkommt und wo man ein Jahr zusammen Fußball spielt und dann wieder geht, das gab es damals nicht. Ja. Wir haben also 10 Jahre lang zusammengespielt. Manche noch länger zusammengespielt. Ja, das Gefüge innerhalb der Mannschaft war natürlich auch so gewachsen, dass einer von den anderen alles wusste. Ja, oder meistens alles wusste. Ab im sportlichen Bereich oder familiären Bereich. Da konnte man sich auch aufeinander verlassen. Sie haben 1981 Ihr Diplom als Sportlehrer abgelegt, obwohl Sie ja schon eine berufliche Ausbildung hatten. Was war die Motivation dazu? Ja, das war ja die Ausbildung, die ich gemacht hatte als Fernmeldemechaniker oder als Elektriker und den darauf folgenden Beruf als Fußballer, da war irgendwie das Zurückgehen in den alten Beruf gar nicht mehr möglich. Ja. Die Technik hatte sich weiterentwickelt, man hat sich überhaupt nicht mehr damit befasst, also man musste was Neues suchen. Man musste ja versuchen, jetzt während der sportlichen Entwicklung irgendwie, das Leben geht ja dann nach dem Fußball weiter, was man dann macht. Man musste also schon sich überlegen, in welchen Beruf man dann irgendwie einsteigt. Und da hat sie sich angeboten, auch mit Hilfe von Dynamo, dass man also als Sportlehrer ein Sportlehrerstudium beginnen konnte. Und wir sind bestimmt 5, 6 Spieler in der Mannschaft gewesen, die dann dieses Studium begonnen haben an der DFK. Und das dann also auch mit 5, 6, 7, 8-jähriger Zeit abgegolten haben bzw. geschafft haben. Sie hatten dieses Studium als sehr hart beschrieben. Sie mussten ja sicher dann eben nicht nur fußballerische Leistung zeigen, sondern auch in anderen Sportarten sich beweisen. Gab es da welche, die Sie besonders
gern außerhalb des Fußballs mochten oder welche, wo Sie eher Probleme hatten? Ja, ich meine, das Sportlehrerstudium ist ja klar, das besteht ja nicht bloß aus Praxis, sondern auch aus Theorie. Und man muss sich ja in viele Fächer erstmal wieder reinarbeiten. Und auf der sportlichen, auf der praktischen Seite musste man also im Sportlehrerstudium also auch Sportarten lernen, die man also vorher nicht gekannt hatte. Und da, ich muss sagen, mal Skispringen zum Beispiel haben wir damals gehabt, Langlauf, also wow. Wintersportarten. Alle Ballsportarten musste man beherrschen, aber bringen, musste die Regeln kennen und hat also da sagen wir, viel auch für seinen eigenen Körper machen können. Man musste sich ja irgendwie weiterbilden und hat das also auch uns als Fußballer geholfen. Ja, sicherlich beim Schwimmen sind wir nicht 3 oder 4 Tage vorher vor dem Spiel in die Schwimmhalle gegangen, weil das dann doch ein bisschen müde macht, für den Fußball nicht so günstig ist. Aber das Sportlehrerstudium insgesamt war schon eine harte Angelegenheit. Der Mann, das musste auch eine Diplomarbeit schreiben zum Beispiel. Und die praktische Ausbildung war eigentlich dahingehend auch so, dass man also richtig trainieren musste, um das zu bestehen, um die Prüfung zu bestehen. War eine harte Ausbildung. Wissen Sie noch, über was Sie Ihre Diplomarbeit geschrieben haben? Ich habe die Diplomarbeit über meinen eigenen sportlichen Werdegang schreiben müssen oder geschrieben, konnte ich vorschlagen. Also unterlegt mit allen Sachen, die man dazu braucht. Also man könnte nicht bloß einfach irgendwie was schreiben, man müsste also auch, sagen wir mal, Ursache und Wirkung mitteilen und das also ordentlich über die Bühne kriegen, damit man die Diplomarbeit dann also auch bestätigt bekommt. Relativ kurz vor Ihrem Karriereende gewannen Sie mit Dynamo Ihren dritten Pokal. Am 22. Mai 82 spielten Sie Ihr letztes Spiel in Karl-Marx-Stadt, es war ein 1:1. Viel interessanter als das Ergebnis ist die Frage, war das Ende Ihrer Karriere so geplant? Ja, geplant war sie schon ein Jahr vorher. Ich wollte also ein Jahr vorher aufhören. Ich hatte da Probleme mit der Achillessehne bekommen und habe gesagt, das wird vielleicht nichts mehr jetzt. Und der Verein hat aber dann gesagt oder hat mich gefragt, ob ich noch ein Jahr dranhänge. Und habe dann also ein bisschen reduziert trainiert und habe aber also auch meine Spiele noch gemacht in der Zeit. Ich war kein Stammspieler mehr, aber habe in der letzten Saison doch noch einige Spiele gemacht, auch das Pokaleinspiel, was mein letztes Spiel dann war. Und habe dann aber gesagt, dann 82 ist Schluss. Und kann es sein, dass der Verein Sie gebeten hatte, noch ein Jahr dran zu hängen, wegen Peter Korte, Gerd Weber und Matthias Müller und den Fuggängen um ja, die drei? Ja, das war sicherlich der Hauptgrund, weil ja 3 Spieler auf einmal weg waren. Ja. Aus der Stammmannschaft. Ich wäre dann praktisch der Vierte. Dieter Riedl hat ein Jahr vorher schon aufgehört. Da werden insgesamt 5 Stammspieler innerhalb von 2 Jahren weggebrochen. Und deswegen hat man mich also auch gebeten, dann noch ein Jahr dran zu hängen. Das war sicherlich der Hauptgrund gewesen. Welche Auswirkungen hat es damals auf das Mannschaftsgefüge, dass da 3 Stammspieler eben auf einmal weg sind? Und ja, das war natürlich eine einschneidende Sache gewesen damals. Und wir haben die aber erstaunlich gut weggesteckt, weil ja immer wieder neue Spieler auch dahinterher kamen, ne? Die also hier auch in der Nachwuchsabteilung von Dynamo Dresden gut ausgebildet wurden. Und es war sicherlich immer so, diese Mannschaft, wie sie mal dann in den 70er Jahren war. Ja, es kamen neue Spieler, die dann aber auch wieder in neuen Aufschwung gebracht haben und in den 80er Jahren wurden ja dann auch großartige Erfolge erreicht. Wäre die Frage, die Stasi hat mehrfach versucht, Sie anzuwerben, Sie lehnten das jedoch ab. Gab es irgendwelche persönlichen Auswirkungen für Sie, also Konsequenzen dadurch? Ja, wir haben alles versucht, sie waren ja immer präsent eigentlich. Ne? Wir wussten schon, wohin gehört es so als Mannschaft, ne? Und ja, ich habe das eigentlich damals so für mich entschieden, das nicht zu machen. Und die Auswirkungen waren relativ gering. Ja, es ist also nichts Weltbewegendes. Und ich will mich auch nicht in die Ecke stellen, dass ich nun der Alleinige war, der irgendwie dagegen ist. Ja, aber das war so eine Art Oppositionsdenken von mir gewesen, schon in den Jahren. Und ich habe es eben nicht gemacht. Und hatte dadurch kleine Nachteile, ja, das aber, die ich gar nicht rausstreichen will.
die nicht ins Gewicht gefallen sind, weil ich ja weiter meinen Sport ausüben konnte und alles mitgemacht habe. Ne? Das hat also dazu geführt, dass meine Laufbahn zu sehr beeinflusst wurde. Man musste aber die Leistung bringen. Man hat schon dann in manchen Spielen gesehen, oh, der bleibt jetzt mal draußen, ne, wo ich also den Grund auch nicht so gekannt habe, sportlich gesehen. Und es hat aber nicht dazu geführt, dass ich jetzt einmal kein Stammspieler mehr gewesen wäre. War schon eine schwierige Situation teilweise. Wen haben Sie so zu Oberliga-Zeiten als stärksten Gegner empfunden von den Mannschaften her? Also Magdeburg hat eine Zeit lang mit euch sich duelliert. Kassel Jena war in den 70ern sehr stark. Ja, das sind so die Mannschaften, die Lok Leipzig muss man auch dazu nennen, die auch eine gute Truppe zusammen hatten. Ja. Später dann auch noch der BFC Dynamo, der dann in den 80er Jahren das Feld dominiert hat, ja, die auch immer gute Fußballer hatte. Ja. Und das war immer schwierig, da den Meistertitel zu holen. Also wir sind ja auch nicht jedes Jahr Meister geworden. Es war damals eine harte Konkurrenz. Ne? Gerade Magdeburg mit ihren Europapokalsiegen in den 70er Jahren war eine sehr starke Mannschaft. Ne? Und ich meine, wir kannten uns nicht sowieso als Fußballer innerhalb der DDR-Oberliga kannten wir uns sehr gut, aber auch durch die Auswahlmannschaften hatte man ja noch viel näheren Bezug auch zu den Spielern der anderen Mannschaften. Also es ist nicht so, dass wir uns nicht leiden konnten, würde ich mal sagen. Wir haben schon auch viele Sachen gemeinsam gemacht dann auch. Konkurrenz im sportlichen Bereich, ja, aber ansonsten, es gab sicherlich innerhalb dann der Mannschaft auch Spieler, Gegenspieler, die also ein bisschen was gegen sich hatten, also wenn sie aufeinander getroffen sind. Aber das ist nie ausgeartet, würde ich mal sagen. Gibt es Gegenspieler, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind, die Sie besonders beeindruckt haben vielleicht? Ja, alle Verteidiger. Ja, also das war schon so, dass man immer versucht hat, uns, sagen wir mal, hart zu bedrängen. Der Fußball besteht nun mal aus Zweikämpfen. Und als Stürmer hat man ja sowieso immer den Gegner im Rücken oder meistens. Und dann hat man schon bei einigen Spielern gewusst, na jetzt knallt's, das hat man schon vorher gewusst. Ja. Naja, man musste sich eben verteidigen können dann und auch austeilen, ein Nehmen und Geben. Und Sie scheinen aber trotzdem während Ihrer Karriere weitgehend verletzungsfrei geblieben zu sein, bis auf die Achillessehne, die Sie jetzt am Ende erwähnt haben? Ja, es gab schon noch einige Verletzungen, die Meniskusverletzung zum Beispiel, gut, ohne Operation gehabt, eine schwere Schulterverletzung, die mir heute noch zu schaffen macht. Aber es war nicht so, dass ich sagen wir, über Monate ausgefallen bin oder so. Also eine ganz schwere Verletzung wie Beinbruch oder so hatte ich Gott sei Dank nicht. Aber die typischen Fußballerverletzungen mit Muskelrissen, Muskelfaserrissen, die hatte man schon. Nach Ihrer Karriere ging es für Sie wie weiter? Es war sehr schleppend. Ich konnte also bei Dynamo nicht bleiben. Habe also keine Anstellung gekriegt. Bin dann zur FSV Lok Dresden gegangen. Eigentlich als Co-Trainer erstmal. Und später auch schon als Spieler, hat 3-4 Spiele noch mitgemacht, weil mich der Cheftrainer dazu animiert hatte. Und bin dann anschließend bei der FSV Lok Dresden Trainer geworden, der ersten Mannschaft. Später bin ich dann 3 Jahre nach Kobitz, zu Wismut Pirna Kobitz gegangen als Trainer. Und nach dieser Trainertätigkeit zur TU in Dresden als Sportlehrer. Das waren so mein Werdegang bis zur Wende. Wie haben Sie diese Zeit als Sportlehrer an der TU Dresden dann erlebt? Es war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ich war ja gewohnt, als ein Leistungssport sagen wir mal, immer Leistung zu bringen bzw. Leistung abzufordern. Und an der TU Dresden war, ich will mal sagen, nicht lockerer, aber es war doch anders, weil die Studenten an der TU Dresden eine Note im Sport ablegen mussten, um zur Prüfung zugelassen zu werden. Alle Studenten? Also alle Studenten, jeder Student musste eine Sportprüfung ablegen. Und dementsprechend war also auch der Zulauf da. Also wir hatten Massen, Tausende von Studenten zu betreuen, waren auch 50 Sportlehrer an der TU. Und es wurde in jeder Sportart unterrichtet. Das war eine Zeit, die
Also prägend war auch für mich in meiner beruflichen Entwicklung. Und habe also auch mal die andere Seite kennengelernt. Ja, auch das Studentenleben, wie die da also auch gerne oder auch nicht gerne zum Sport gekommen sind, wie die Studentinnen ihre Kinder mitgebracht haben, ihre kleinen Kinder im Kinderwagen, weil sie mussten ja zum Sport kommen und konnten ihre Babys nicht alleine lassen zum Beispiel. Ja, das waren also neue Herausforderungen. Wie ging es Ihnen und Ihrer Familie so persönlich, was die Wendezeit angeht? Ja, also erstmal waren wir persönlich froh, dass die Wende gekommen ist. Ja, mein Sohn, der ist am gleichen Tag nach Berlin gefahren, um das mitzuerleben. Ja, und wir haben zu Hause eben dann auch das alles so mitbekommen, was da passiert. Es gab auch Zeiten, wo wir schon vor der Wende als Familie oder als Ehepaar reisen durften einmal. Das war schon eine Ausnahme zum Geburtstag meiner Schwiegermutter, die also im Westen gelebt hat. Und die Wendezeit war also eine spannende Sache und die wir also begrüßt haben. Sie sind dann 91, 92 doch noch mal zu Dynamo gekommen. Und zwar wurden Sie Co-Trainer unter Helmut Schulte. Wie ist es dazu gekommen? Überraschend erstmal, weil ich hatte ja mit Dynamo eigentlich abgeschlossen gehabt und habe eben das Angebot bekommen von Dynamo Dresden, als Co-Trainer von Helmut Schulte anzufangen. Und so ein Angebot schlägt man nicht aus, weil ich komme ja aus der Dynamo-Familie und sah dann also auch in dieser Zeit, dieser schwierigen Zeit, auch eine Möglichkeit, wieder in den Fußball einzusteigen. Und das kann man eigentlich auch nicht ablehnen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie das funktionieren soll. Ne? Und habe aber mit dem Helmut Schulte einen Trainer angetroffen, der da sehr offen war. Und der also auch was Neues ausprobiert hat zu der Zeit. Ne? Er ist ja aus St. Pauli gekommen nach Dresden, zu einer Mannschaft, die gerade aufgestiegen ist in die Bundesliga. Und wo also auch noch viele Dresdner in der Mannschaft gespielt haben. Es kamen neue dazu und das war eigentlich auch eine sehr interessante, schwierige Zeit damals. Und diese Schwierigkeiten, die haben sich ja dann im Laufe der Jahre also auch bestätigt und sind dann also auch enorm hochgekocht. Wie lange waren Sie dann Co-Trainer bei Dynamo? Also gar nicht lange. In einer Halbserie. Dann wurde umstrukturiert innerhalb des Vereins. Ich bin also dann Jugendleiter geworden von Dynamo Dresden und Ralf Minge Co-Trainer. Das war damals eine Umbesetzung innerhalb des Vereins und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe es nicht bereut, dass ich das damals so gemacht habe oder dass ich dazu gemacht wurde, würde ich mal sagen. Und bin also dadurch also auch viele Jahre noch bei Dynamo geblieben dann in der Funktion. Auch Ihr Sohn Peter Heidler spielte für Dynamo. Wie ist das so als Papa? Ist das dann so ein stolzes Gefühl, auf der Tribüne zu sitzen, seinem Sohn beim Fußballspielen zuzuschauen? Ist man der schärfste Kritiker? Ja, meine Kritiker hat ja bei mir vorher in der Jugendmannschaft gespielt. Ich habe also die A-Jugend auch von Dynamo trainiert. Ich war ja nicht nur Jugendleiter, ich war auch gleichzeitig A-Jugendtrainer und hatte den Sohn dann also auch in der Mannschaft drin. Und erst dann also in die erste Mannschaft, war ja dann schwierig. Sie waren abgestiegen, ja, haben Regionalliga gespielt und er ist dann in die erste Mannschaft, hat aber den Sprung auch nicht so richtig geschafft. Und das war aber für mich nicht so das große Problem, weil er muss ja auch seinen eigenen fußballerischen Weg dann auch suchen. Ja. Und hat er dann auch gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so das seine ist hier bei Dynamo. Und ja, da ist er dann weggegangen. Ne? Der ist nach Kanada gegangen und hat dort gespielt. Ja. Und hat eben dann für sein Leben Erfahrungen gesammelt. Sie sind jetzt wieder regelmäßig zu den Heimspielen im Stadion. Wie nehmen Sie die Stimmung? Zum einen ist es natürlich ein ganz anderes Stadion. Und aber auch das Fan-Dasein ist sicherlich ein anderes. Wie nehmen Sie die Unterschiede wahr? Also macht Ihnen das trotzdem noch Spaß, ins Stadion zu kommen, die Spiele zu sehen, die Fans auf den Rängen zu erleben? Also ins Dynamo-Stadion zu gehen, ist nach wie vor ein Erlebnis.
egal in welcher Klasse sie spielen. Und das scheint also auch den Fans egal zu sein, in welcher Klasse. Sie würden gerne auch höherklassig, aber sie kommen auch in der dritten Liga, sehen wir, dass das Stadion auch relativ voll ist. Ja. Und sie sind schon ein tragendes Element für Dynamo. Und das Ganze in die richtigen Bahn zu lenken, ist auch nicht ganz einfach. Ne? Man muss auch, sagen wir mal, die Fans, die hier stehen, betrachten, die auch ihre Probleme haben und die den Fußball natürlich auch hier sehen, um sich da also auch, um ihrer Meinung vielleicht irgendwie lautstark Ausdruck zu geben. Und es ist also auch für den Verein so keine einfache Sache. Weil man sieht es ja immer wieder, dass durch die angeblichen Fans von Dynamo, manchmal sind sie es gar nicht, ja, das sind andere Leute, dass viele Strafen gezahlt werden müssen zum Beispiel und dass also speziell bei Auswärtsfahrten immer wieder was passiert ist, wo man also auch nicht genau sagen kann, wer ist es denn nun gewesen. Ne? Klar gibt es immer wieder, gab es früher schon, ja, vielleicht nicht in dem Maße, aber dass also Fans dann irgendwo mal ihren Unmut laut tun, ja, und sich vergreifen. Aber insgesamt ist die Stimmung in Dresden, so sagen wir, schon hervorragend. Und ich gehe auch gerne her. Sie sind 2022 als erster Ehrenspielführer von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählt worden. Was bedeutet Ihnen diese Ehrenspielerwürde? Oh, das weiß ich gar nicht, dass ich der Erste bin, der da von den Fans. Die anderen wurden bestimmt. Sie waren dann quasi der Erste, der vorgestellt wurde und den wir gewählt haben. Ja. Ja. Wir sind ja ein fortschrittlicher Verein. Ne? Ja, wir haben jetzt freie Wahlen. Ja. Das ist so eine ähnliche Sachlage. Ne? Man ist Dynamo-Spieler gewesen und man kann auch so ein Angebot oder so eine Wahl also auch nicht ablehnen. Das geht gar nicht. Ne? Ich wollte es ja auch nicht. Ja, ich habe gesagt, okay, mache ich. Ja, und wenn ich gewählt werde, dann bin ich ja Ehrenspielführer. Und das ist schon eine angenehme Sache. Ja? Und es ist irgendwas, was viele, sagen wir, vielleicht irgendwie groß voranbringt oder sagt, ach, jetzt hängt er auch noch dort. Ja, es ist für einen Spieler selbst, sagen wir, eine angenehme Sache, dass man die Bestätigung für seine vorangegangenen Leistungen arbeiten kriegt. Und es ist aber nicht so, dass ich nun total traurig wäre, wenn ich jetzt nicht dort hängen würde. Ja, so ist es auch nicht. Aber es hat mich schon gefreut, dass man da auf mich zugekommen ist. Gibt es etwas, worüber Sie gern noch berichten würden, wozu wir aber nichts gefragt haben? Ich bin erstaunt, wie viel Sie gewusst haben. Was mir im Moment vielleicht gar nicht mehr eingefallen ist. Erst durch Ihre Nachfragen, dann, das dann wieder zu Bewusstsein kommt. Und das ist so eine Sache, dass man in Erinnerungen schwelgt. Ne? Ich habe jetzt auch mal in einem früheren Interview in der Zeitung gesagt, dass Dynamo Dresden also viel in der Vergangenheit lebt. Das kann man ja auch so mal zweiseitig betrachten. Ne? In der Vergangenheit leben bedeutet immer wieder bloß auf die früheren Erfolge hinweist und darin lebt. Oder dass man aber aus diesen Sachen auch was Positives rauszieht für die Zukunft. Ja, das wollte ich damit gesagt haben. Und dass man also nicht bloß in der Vergangenheit lebt, sondern die Vergangenheit vielleicht auch so wieder aufmöbelt, dass man wieder sportlich Erfolg hat. Dann bedanken wir uns recht herzlich für das Interview.